Guten Abend, meine lieben Herren. Ich habe gerade Game Nummer 300 hochgeladen, das Jubiläumsgame von mir selber. Es ist da, es ist guckbar und ich sage Abfahrt. Wir haben hier das nächste schöne Spiel aus der Ladder vom heutigen Nachmittag. Und es ist der gute Tara Tarantius vom Team AI, von meinem Teamchen hier, Teamkollege. Hat er mir sogar freiwillig geschickt im Skype. Hat er gemeint, hier, guck mal, schönes Spiel. Habe ich vorhin auch das Ende noch mitbekommen auf seinem schönen Stream. Und ja, er hat ein bisschen was gespielt hier, den guten Verdi. Der ist ja auch ganz flott unterwegs eigentlich. Und beide stehen sich hier gegenüber auf einem Match of Daybreak. Das Ganze, wie gesagt, das Match am PvP. Und ja, wir schauen uns das jetzt nochmal komplett an. Wie gesagt, den Anfang des Spiels habe ich ja nicht gesehen. Ich habe nur das Ende gesehen und habe mich so gefragt, so WTF. Was spielt der Tara denn da? Und warum gewinnt er damit? Vielleicht. Ja, am Ende war das noch so ein bisschen, naja. Und auf jeden Fall ganz seltsam hier. Also PvP, das ist ja, sowas hast du noch nicht gesehen, kann ich euch sagen. Also ich habe das noch nie gesehen. Deswegen gucken wir uns jetzt ja auch an, weil... Oh, Entschuldigung. Falls jetzt auch gehen muss. Oh. Ja, es ist kurz vor 12 hier am 14.08. Die Prop fährt los, Gateway im Bau. Bei beiden, unfassbar. Und, ja, ich habe es halt nicht gesehen. Erstens den Bild nicht, weil ich habe ja den Anfang des Spiels gar nicht gesehen. Deswegen habe ich es nie gesehen. Ganz einfache Rechnung eigentlich. Ja, Tara fährt los. Hier drüben noch nicht. Dergleichen hier. Gateway Gas. Gateway Gas. Reload. Tara kommt angefahren hier. Die Rampe auch geschlotzt. Sieht hier auch. Glaube ich mal ein Gas beim Herrn Verdi. Der jetzt seinerseits mit seiner Prop hier mal losgeleitet hier. Diesem Gleitfahrzeug hier von Protoss. Idylle hier auf Daybreak. Oh, Trauma, wie er hier überall hochfährt und oh. Ja, Gateway Core bei beiden hier aktuell. Gasklau von Tara. Ich musste die Zeit gerade irgendwie unterbrücken, weil ich wusste nicht, was ich sagen wollte. Zweites Gas beim guten Patrick und hier drüben wird es abgerissen mit dem Versi. Tara klaut sogar noch vier Gas hier. Was ist das denn? Da baut er nicht nur ein Gas dahin, er klaut sogar noch vier und Mineralien klaut er auch noch und geht wieder zurück ins Gas. Was ist denn das? Er klaut ihm hier die Kohlen und das Gas, Tara, Junge. Herrlich. So, hier drüben, Probe, hat er was gesehen? Ist er reingekommen, Verdi? Ja, er hat Doppelgas gescoutet, okay. Ah, das habe ich ja noch nie gesehen hier. Gas, Minerals, Gas, Minerals. Hier dreimal Gas geklaut, dreimal Minz geklaut. Und was nimmt er mit nach Hause? Ah, hier ein schön grünes Paket für den Obermind hier, würde ich schon fast sagen. Wie heißt der Oberboss von Protoss eigentlich? Wer ist denn da? Ist das, wer ist denn der Chef bei Protoss? Wer ist denn das? So, zweites Gateway, erster Stalker. Warp geht Tech bei beiden. Hier vorne jetzt ein bisschen Scouting, ne? Wir kennen das mit dem Stalker. Hier auf der anderen Seite sehen wir das Gleiche. Auch Verdi guckt mal nach, ob da was steht. Ist nix. Leute, in die Comments schreiben, mir fällt es gerade nicht ein, wer ist der Boss bei Protoss? Ja. Ist es Seratul? Ist es, was gibt es denn noch? Ich google mal eben. Ich gebe mal eben bei Google ein, wer ist der Boss bei Protoss? Ah, hier, der Boss, Historie für Protoss. Toll. Ränge der Protoss. Der Prätor. Nee. Exekutor, Judikator, Hierarch, Prälat. Was ist das denn? So, was macht er denn hier überhaupt? Ah, da kommt ein bisschen Action von Verdi. Was macht er denn da? Kanonen? Forge, Robo. Warum
baut Tara denn hier Kanonen, Alter? Das ist hier High Master, Grandmaster Niveau. Der baut hier Kanonen, Alter. Auf der anderen Seite, wieder noch. Jetzt kommt die Prop wieder an. Schön wieder irgendein. Ja, aber nee, er kann ja hier nicht mehr reinfahren. Ist ja gegnerisch. Und guckt hier erstmal schön. Hier 3 Gate, Kolostik, gar kein Problem. Was macht Tara jetzt hier? Und, Double Stargate. Echse, gar kein Thema hier. Im PvP. Ja, und jetzt kommt hier Verdi angefahren mit seinem Flugzeug und guckt sich hier mal an, was da so ist. Sieht hier, oh. Double Stargate. Krasser Shit. Ja, Tara hat das hier, denke ich mal, bemerkt, dass da der Ops rumschlawenzelt. Super krass. Mit Kanone schön, klaut hier die Kohlen. Der trollt ihn hier gerade richtig hart. Ja, dann hat sich Verdi so gedacht, alles klar, baue ich mir auch mal einen Nexus hier vorne hin. Sehr gut hier, Tara, Junge. Special Tactics, nicht von Vipra, sondern von Tara. Supply relativ ausgeglichen, Worker Count ausgeglichen, APM. Ja, Tara hier ist so der, der Goodie des Protoss, ja. 100 APM ist da schon so eher Maximum. Ja, das geht schon. Ja, ihr wisst es, da in den makrointensiven Szenen geht es da auch ein bisschen hoch. Jetzt gibt es hier Forge und Twilight. Und was geht los? Oh, jetzt habe ich wieder die Maus gepackt. Jetzt muss ich wieder einmal FC. Klack. Ja, und dann ist der Zeiger wieder da. Weiß nicht, wo das herkommt. Und aber super geil, was Tara hier spielt. Jetzt kommt er mal an, der Verdi. Gateway Mix, Immortal hier vorne. Viele, viele Sentries. Nexus jetzt ready. War super stark hier mit den Kanonen. Hier hinten werden schon ordentlich Phoenixe gepumpt. Er weiß ja, er braucht keinen Observer, um zu scouten, das Kolosse. Komm, er fährt mit der Prop einfach rein. Nochmal mit den Kohlen hier, gar kein Problem. Twilight Gate. Los hier. Und die Forge mit am Start. Und Tara sieht jetzt hier alles klar. Der will hier ein bisschen rumrödeln. Pylonen abgebrochen. Hier vorne Force Field hier nochmal eins. Aber da ist ja nichts. So, Verdi zieht sich wieder zurück. Und hier kommt sie wieder, die Prop. Ach nee, es ist ein Berse. Ich dachte, wär wieder die Prop hier. Hier wird auch eine Prop verkloppt und hier auf der anderen Seite. Ja, kriegt er hier mal ein paar Probe-Kills hier. So 2, 3. 4 sogar. Gar nicht mal so schlecht. Hier wird auch nicht weggefahren. Mining delayed, denied. Und kriegt er noch eine Prop? Nein, aber dafür geht er hier schön aufgepasst hier. Von Tara. Jetzt hat er bestimmt 102. Oh, 99. Geil. Aber er kann hier oben wenigstens nochmal ein bisschen scouten. Sieht doch hier, dass sich mit Kanonen safe gemacht wird. Geht los. Und Robo habe ich nicht. Ich habe 2 Gate, 2 Starports. Der Observer fliegt mal ordentlich in die Kanone rein. Exo läuft 70 zu 65. Ist Supply hier vorne. Gehen jetzt mal die CeraVec-Krajor der Lüfte vorbei. Nämlich hier die Phoenixe vom guten Tarantius. Der fliegt hier mal rein. Killt hier weiter. Hilft noch mal ein paar Tropfen. Gar kein Thema hier. Ich habe die Luft gemacht. Ja. Neuer Observer gerade rausgekommen. Jetzt geht es hier nochmal auf Staccatos. Worker Kill jetzt schon 8, 9, nochmal ein Phoenix hier, sucht Anschluss, dreh nochmal oben da vorne, schön Sonnenschein, Interplaneten, jetzt traumhaft die Idylle auf, Daybreak, weitere Props sterben, neue Kanone wird gebaut, nochmal ein paar Props, und Tara dreht ab und denkt sich so, hahaha, was hier los, denkt er sich, hier vorne halt ein paar Sentries, 4 Stück, weitere Gateways werden jetzt hier gebaut, und, ja, ein bisschen Supply Block ist er, aber ist egal, ich brauche schön Phoenix. So, was haben wir hier jetzt? 2 Kanonen in der Middle Line. Plus 1 Attack ist durch. Plus 2 könnt ihr ja nehmen. Beziehungsweise ne, hier Armor, bla. Er hat ja hier Twilight. Bob, ihr kennt das Spielchen. Hier drüben die Phoenixe am Aufladen. Weitere Gateway-Schläge sind unterwegs. Jetzt auch der Supply-Block aufgehoben. Heißt, er kann weiter schön Phoenixe bauen. Und der bringt ja auch in seinem Core das Plus 1 Air-Attacks, während halt hier die Phoenixe wieder losfliegen. Ah, hier Kanone, egal, Lifting trotzdem. Blink schon ready für Verdi. Da hat er jetzt hier so ein bisschen darauf reagiert, dass sein Gegner hier so ein bisschen den Air-Protoss spielt. Ja, trollt ihn halt, wie gesagt, hart hier erstmal ordentlich Kohlen klauen. Schön reinfahren, nochmal alles abscouten. Dann kommt hier mal ein Berzi, macht 3-4 Kills. Und dann dabei noch die Phoenixe. Jetzt gibt hier noch Ground Weapons 1 für seine riesige Bodenarmee, die er hier hat. Drei Bersen, ne, 2. Ein Stalker und ein paar Sentries. Ah, hier drüben hat er halt einen Haufen Stalker, Kanonen und Immortal und Bersen. 1-0 hat er durch und hier vorne kommen wieder die wenigsten. So, wir checken nochmal ganz interessant. Units Lost 1-5 zu 500 und Worker Kill mittlerweile auf 21 angestiegen. Ja?
Also das spielt Tara hier echt stark. Ist der Supply auch noch leicht vorne. Noch mehr Phoenix im Bau. Und bei Verdi gibt es jetzt einen Dark Shrine. Hat er das hier schon irgendwie gesehen? Wo bombt er den überhaupt? Ja, hat er, glaube ich, auch angeklickt. Der Dark Shrine ist hier vorne. Das sollte er gesehen haben, hier, als er die letzten Probes geliftet hat. Ja, er baut ja jetzt auch hier die Robotics gegen seine hier, ne? Angst hier. Ja, eventuell die Tease-Kanone sind aber auch da. Kein Problem. Wir wollen wieder, ja, des Protoss, des gegnerischen Protoss hier, die Immortal entledigt. Ein oder zwei Stück hat er da gehabt. Jetzt hat er keinen mehr. 20 Supplies sind mittlerweile vorne. Der Tara hat jetzt hier drüben auch mal der Verdi einen Observer auf Patrouille. Um halt hier frühzeitig gewarnt zu sein, wann da wieder die Phoenixe einfallen. Aber Tara, der spielt das hier richtig gut. Aber er ist 101. Oh, 109. Er übertrifft immer wieder. Könnte ja auch nochmal Nexus bauen. Ist jetzt hier mittlerweile ein bisschen übersaturiert in seinen Bases. Hier drüben gehen wieder die Phoenixe los. Die haben ja, hier, wo ist mein Mostagger da? Was haben sie? 1-0. Ja, jetzt hier die ersten DTs gewarpt. Bersen in der Middle Line. Das ist natürlich jetzt auch nicht so der Hit. Ja, jetzt hatte ich auf jeden Fall den Greatest, Spires. Ich habe jetzt wieder so einen Vergleich gezogen. Sieht ja so ähnlich aus hier, ne? Ja, ist ja bloß Dark Shrine. Ist ja fast das gleiche. Spire und Dark Shrine. Es ähnelt sich. Kaum Unterschied. So, die Dunstlümmel gehen los, aber Tara hat ja hier vorne auch noch den Observer unterwegs. Hat ja hier die Kanonen, zwei Observer auch dabei und will jetzt hier vorne den dritten Nexus flanschen. Und klappt nicht, da sind die DTs. Schon mit den Phoenixen hier 2 Kills, 0 Kills, 1 Kill, 4 Kill, 3. Ich hatte vorhin einen mit 7, habe ich gesehen. Ja, Verdi hier komplett contained. Das ist das ähnliche Szenario. Hier drüben übrigens gerade die T-Down gegangen mit dem Gateway Mix Observer. Ähnliches Szenario, als wenn du gegen den Zerg mit vielen Muten spielst, zum Beispiel als Terraner. Du kannst nicht rausmoven. Wenn du rausgehst, sind die Phoenixe wieder drin, knallen dir die Ego weg. Kolosse kann er gar nicht erst bauen. Hier der Kolosse, der komplett für den Arsch. Er nimmt dir zwar hier die Thermal Lance, aber was willst du machen hier gegen 20.000 Phoenixe? Ja. Ah, jetzt werden nochmal ordentlich Stalker rausgeliftet, hier gar kein Thema. Jetzt mit Tara, ich lifte. Nochmal kleiner Blink drunter und da muss er jetzt hier auch abhauen. Ah, ich glaube, jetzt gehen auch langsam mal so die ersten Phoenixe down, aber Units lost immer noch 2-5. Ja. Ah, jetzt hier doch ein bisschen zu greedy mit den Phoenixen. Da hat er jetzt doch ein bisschen sehr viel verloren, aber ist ja auch egal im Supply. Overall ist er vorne. Beide nehmen jetzt hier die dritte Base und sein Follow-up halt hier, was er den ganzen gar nicht braucht. Ja, Gateway Mix mit Immortal. 1-0 hat er hier auch schon am Sternchen. Und er baut sogar nochmal einen Koloss hier, der Verdi. Wie gesagt, ihr kennt das Spiel, wenn man halt gegen einen Mutter Heavy Zerg zum Beispiel spielt, bist du draußen, da kommst du mit dem Turret-Bauen nicht nach. Und dann, wenn du halt rausmovest, sind die Muten wieder drin und knallen dir irgendwelche Addons kaputt, knallen dir die Eco kaputt. Und das gleiche macht halt Tara hier gerade mit seinen Phoenixen. 25 Supply ist er vorne, baut auch nach wie vor. Schön. Aber er könnte nochmal einen dritten Starport eigentlich bauen, so wie er hier die Phoenixe pumpt mit 2-3 in Kö. Kann man eigentlich nochmal eine Produktion dazu bauen. Templar-Archiv hat er auch, die Twilight hat er sich geholt mit Charge und Blink. Seine Armee ist jetzt hier mal ein bisschen am Ausrücken. 2-0 Attack mittlerweile durch. Was hat er hier? Ah, Level 3 bei beiden unterwegs. Aber Verdi hier in den Upgrades einen Ticken vor. Und ja, ich find's cool. Phoenixe gehen wieder rein. Gucken wir mal. Unten auf der Minimap sehen wir auch die Main-Armee von Tara. Langsam mal raus. 30, 32. Props sind down. Ja, und jetzt kommt er hier an mit seinem Ball. Ja, dritte Base steht. Auch hier überall schön Kanonen. Hier ebenfalls, weil er ja weiß, Gegner hat die Tees. Baue ich mal noch ein, zwei Kanönchen. Ja, Phoenixe stehen hier. Ich weiß nicht, warte da noch aufs 3er Attack Upgrade oder geht's jetzt hier gleich rein? Aber auf jeden Fall ein geiles Game. Hier Archon mit dem Templar-Archiv ermöglicht. Geiles Game von Tara. Double Stargate Exe im PvE. Ohne Rücksicht auf Verluste wird hier geliftet. Er baut hier sogar noch ein Fliegen.
Ja, hier unten kommt die Ground-Armee und jetzt hier wird sämtliche Stalker gelöht, rausgeliftet, aber erstmal geht's hier auf die drei Kolosse, die haben ja gar nichts zu melden. Hier vorne, ja, Verdi, wo ist er? Ja, die Kolosse gehen jetzt hier einer nach dem anderen down. Dauert zwar ein bisschen länger, die sind nicht so stark halt, ne, gegen solche Units. Ja, und Verdi hat das Spiel verlassen. Oh, krass, brauchst du nichts zu sagen. Da fällt der Mix zu ein. Solche Taktik hier, Two Gate. Was hat er zuerst gehabt? Hier zwei Gates und dann nochmal zwei Stargates dazu. Phoenixe gepumpt, eine Echse dabei genommen. Hier vorne schön Kanonen, Bronze-Style. Und dann halt hier den Verdi so lange contained und genervt. Der hat einfach, Tara hat es da glaube ich am Ende im Stream noch gesagt, am Ende von dem Spiel, wie gesagt, die letzten zwei, drei Minuten habe ich noch mitbekommen. Und Tara hatte dann so gesagt, ja, wenn ich gegen so einen spielen müsste, ich würde ausrasten. Wenn einer so PvP gegen mich spielt. Ja, verständlich, weil wo sieht man das schon mal? Bei Tara, meine lieben Freunde. So, das war's, Game Nummer 301. Und ja, haut's in die Comments. Wer ist der Boss, der oberste Chef bei Protoss? Und dazu könnt ihr mir auch gleich noch schreiben, wer der oberste Superboss bei Terra ist und bei Zerg. Aber ich kann es mir da schon so ein bisschen denken, aber ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Das heißt es wieder hier, guck mal da, der Pink hat keine Ahnung. Ich meine, das ist stimmt, aber okay. Dann noch was zu den Alien Invasion Cups, kann ich euch ein paar Neuigkeiten berichten. Noch nichts zum Datum, das ist immer noch nicht ganz fest, ob ich jetzt am 22. bis 26. glaube ich, da wo diese Campus Party stattfindet, da den Cast von dem StarCraft 2 Main Event machen darf. $25.000, das würde ich natürlich vorziehen vor dem AI Cup, auch wenn das natürlich ein super cooles Event ist. Ich kann euch sagen, wir haben den Navi Hireling dabei als russischen Caster und wir haben Imba TV dabei als englischen Cast. Also mindestens dreisprachig. Ich arbeite eben gerade noch daran, einen Franzosen an den Start zu kriegen. Auf jeden Fall englischer und russischer Cast ist dabei. Das Ganze wird dann ja noch ein bisschen größer, noch ein bisschen besser. Eventuell wird es noch einen weiteren Sponsor geben, nicht nur Alien Invasion, sodass das Preisgeld eventuell auch noch angehoben wird. Also das könnte ein richtig geiles Ding werden. Termin, wie gesagt, ist erstmal der 25.8., aber ich weiß halt nicht, wenn ich da die Zusage kriege von Campus Party, dass ich da das Main Event casten kann, dann wird der Cup auf den 1.9. verschoben. Also nochmal eine Woche nach hinten. Eigentlich sollten wir es jetzt ja schon am 18. machen, diese Woche Samstag, aber da ist ja Gamescom. Und da haben wir gesagt, nee, verschieben wir. Und dann habe ich gesehen, oh, am nächsten Wochenende ist ja Campus und das wollte ich ja eigentlich casten. Und wie gesagt, aktuell ist der 25. noch eingetragen, kann aber sein, dass es der 1.9. wird. Einfach mal ein bisschen unsere Webseiten hier, alien-invasion.eu oder MrPickTV im Auge behalten, da steht das drin. Hier, wie gesagt, Tara mit einem sehr kreativen 2-Gate, 2-Stargate-Exit-Bild mit Kanonen gegen Verdi in der High-Master-Grandmaster-Ladder. Da muss man sich mal reinziehen und sogar erfolgreich damit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt daran, wer ist der Boss bei Protoss? Bitte posten und das war's bis hierhin. Adieu, auf Wiedersehen und danke Tara für schöne 20 Minuten, 51, 52 Sekunden und ich hoffe, du willst mich nicht mehr töten, denn Tara hat gesagt, er will mich töten. Wenn er mich irgendwann mal sieht. Ich weiß nicht warum, aber ich muss heulen. Ich bin nur so empfindlich. Auf Wiedersehen.